beabsichtige, einen Kredit aufzunehmen, um Ihre Forderungen gegen Dr. Bergmeister zu erfüllen. Aber dafür brauche ich noch ein paar Tage. Soll mir recht sein. Von wem ich letztendlich mein Geld kriege, ist mir egal. Du willst weg hier? Aber wohin denn? Afrika. Aber dann braucht Dr. Bergmeister seine Praxis auch gar nicht mehr. Und ich brauche keinen Kredit abzunehmen. Ich wünsche dir eine Frau, die dich von ganzem Herzen liebt. Wie bitte? Es gibt keine Zukunft für uns. Ich kann nicht mal mit dir zusammen sein. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du machst mit mir Schluss? Warum? Alles andere wäre unfair dir gegenüber. Gregor, stimmt's? Also hatte ich doch recht. Du kannst sie nicht vergessen. Und ich, Trottel, habe mich voll und ganz auf dich eingelassen. Wieder. Warum hast du mich angelogen? Warum? Es tut mir so leid. Du lässt mich ins offene Messer rennen und sagst, es tut dir leid. Felix, meine Gefühle für dich sind stark. Ich wollte wirklich mit dir glücklich werden. Aber mein Herz ist nicht frei. Das ist alles meine Schuld. Glaubst du, das macht es besser? Das ist der Wahnsinn, wie die ausschaut. Brutal. Ist deine Pause noch nicht zu Ende? Ja, ein paar Minuten habe ich noch. Was ist denn da Spannendes? Hätte ich mir doch denken können, Motorräder. Siehst du? Ist doch gar nicht so schlimm, dass die Alten weg sind. Die Neuen tun's doch auch. Nein, das ist eins von den Alten. Der Ben hat die nicht weggeworfen, sondern der wollte sie nur lesen. Na, hat sich's jetzt wenigstens aufgeklärt. Und das mit Leonie und Gregor, das geht jetzt auch in Ordnung. Was denn? Die wollten doch nach Afrika. Was, nach Afrika? Ach, was redst denn da? Also, Alfons, hab ich dir das nicht gesagt? Dieser Kohlweier, der dem Lars so ähnlich sieht, der wollte sein Geld. Und Gregor Bergmeister konnte es ihm nicht geben. Ach so, und jetzt muss er die Praxis verkaufen, ja, oder? Das wollte er. Aber es braucht er nicht mehr, die können jetzt da bleiben. Und wieso? Weil ich beim Chef war. Und? Der hätte doch das Geld, oder er könnte es zumindest auftreiben. Ja, aber warum sollte er das tun? Weil er ein Familienmensch ist. Ja, schon, aber du weißt schon, dass ihm Geld immer schon wichtiger war als die Familie. Aber er hat's mir versprochen. Und wenn er da nicht Wort hält, da kriegt er's aber mit mir zu tun. Ja, und da möchte ich dann nicht in seine Haut stecken. Lieber Vater, wir sind gut angekommen. Anbei die Vollmacht zur Verwaltung meiner Anteile. Tut mir leid, dass wir im Streit auseinandergegangen sind. Aber ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Leonie als Anna Saalfeld ein Teil des Familienerbes zusteht. Egal, ob sie es verkauft oder nicht. Dein Robert.
Also, die Amerikaner bestehen auf ein Zimmer mit Parkblick. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Dann gibt mir Dr. Richter halt ein Zimmer nach hinten raus. Ach, Leni, hast du einen Moment? Eigentlich. Nur ganz kurz. Leonie, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, dass der Robert einen Teil seiner Anteile am Fürsten übertragen hat. Jetzt plötzlich? Ja, du gehörst ja zur Familie. Da muss man zusammenhalten. Und deshalb will ich, es wird zwar nicht ganz einfach, aber ich will euch helfen. Danke, aber das ist nicht mehr nötig. Bitte? Es ist zwar schade, aber Gregor verkauft die Praxis, um seine Schulden zu begleichen. Ja, und dann? Wir gehen weg von hier. Wir gehen nach Afrika. Afrika? Oh, in die Entwicklungshilfe? Ja. Das ist ja großartig. Also ich finde es sehr lobenswert, wenn sich junge Menschen so für das Wohl anderer einsetzen. Findest du? Ja, ihr habt meine vollste Bewunderung. Ach, entschuldige die Frage, aber was geschieht mit deinen Anteilen? Ich brauche sie nicht mehr. Ich gebe sie Robert zurück. Es tut mir leid, dass ihr meinetwegen so einen Ärger hattet. Das wollte ich nicht. Und jetzt entschuldige mich bitte. Max wartet. Leonie, Robert hat dir seine Anteile geschenkt und ich möchte, dass es dabei bleibt. Aber wer soll sich drum kümmern, wenn ich nicht mehr hier bin? Also wenn du mir eine Vollmacht gibst, dann verwalte ich sie so lange, bis ihr aus Afrika zurückkommt. Das würdest du tun? Ja. Ich überweise dir jeden Monat den Gewinnanteil. Was hältst du davon? Eine schöne Frau, hm? Ja. Ging das irgendwie mit der Überraschung daneben? Sie hatte auch eine Überraschung für mich. Schluss gemacht. Aus heiterem Himmel. Heiter war der Himmel schon lange nicht mehr. Was? Davon hast du gar nichts erzählt. Weil ich nicht wahrhaben wollte. Oh. Hey. Und warum hat sie sich von dir getrennt? Wegen Gregor. Spuckt dir immer noch im Kopf herum. Er spuckt ja nicht nur im Kopf rum. Sie liebt ihn immer noch. Warum? Warum lasse ich mich immer wieder auf Frauen ein, die eigentlich einen anderen lieben? Zweimal heißt nicht immer. Tut mir leid. Na, meinst du, hast du noch eine Pause? Oh. Was? Entschuldige. Habe ich dir erschreckt? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur wissen, ob du Pause machst. Aber weißt du was? Ich mache jetzt auch eine Pause und setze mich einfach zu dir. Was ist denn los?
Hast du schon wieder mal Ärger mit deinem Patienten? Was? Du siehst aus, als ob dir eine Laus über die Leber gekrochen ist. Ich hab nachgedacht. Aha. Und worüber? Ist schon okay. Aber irgendwas muss dir doch die Laune verdorben haben. Aha. Flugtickets. Zweimal Venedig. Das heißt also, Felix und du, ihr wollt nach Venedig fliegen und du hast Angst, dass du mich frei bekommst, hm? Das ist es nicht. Weißt du was, ich rede mit Alfons. Das kriegen wir schon hin. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wie? Heißt das, du willst gar nicht nach Venedig fliegen? Die Tickets sind nicht für Felix und mich. Die sind für euch. Für uns? Das heißt für Vera und mich? Mhm. Das ist aber eine Überraschung. Wie kommen wir denn zu der Ehre? So eine Honeymoon-Reise wird euch bestimmt gut tun. Meinst du nicht auch? Herzlichen Dank. Bitte schön. Ach, der Herr Doktor. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, gerne. Und ja, Sie dürfen sich setzen. Es dauert nicht lange. Ja, original japanisches Koberind. Köstlich. Mit Bier handmassiert. Aber ich befürchte, das war das letzte Stück. Sie müssen sich mit einem normalen Steak begnügen. Auch wenn das gerade mal reicht, um ein blaues Auge zu kühlen. Ich habe nicht vor, mit Ihnen zu essen. Sondern worum geht's? Ich kann keine 200.000 Euro auftreiben. Das ist schade. Und was hat das zu bedeuten? Ich werde die Praxis aufgeben. Einfach so, kampflos. Darf ich Ihnen etwas bringen? Nein, danke. Ja, nüchtern betrachtet habe ich keine Chance, die Praxis zu halten. Also warum sollte ich mich auf einen sinnlosen Kampf einlassen? Ja, und ich dachte... Was denn? Egal. Von wem ich mein Geld kriege, ist mir letztendlich auch egal. Ja, das ist das Einzige, was Sie interessiert. Nein, da gibt es auch noch was anderes. Lassen Sie die Finger von meiner Freundin. Dann werde ich mich wohl nach einem neuen Onkel Doktor für den Fürstenhof umsenden. Tun Sie das. Dein Traum vom Fliegen? Den kann ich bestimmt auch in Afrika verwirklichen. Leon, die Buschpilotin, oder was? Ja, klingt doch gut. Ich bring Gregor und seine Medikamente direkt vor Ort. Du bist eine Träumerin. Ich war so ein Ekel wie meine Urgroßtante. Es liegt am Kind in mir, da sieht man alles nicht mehr so locker. Wegen Afrika? Nee, wegen Gregor. Du kennst ihn überhaupt noch gar nicht richtig. Naja, gibt's einen Zeitplan, wann man was machen darf? Nach 2 Monaten dürft ihr zusammen verreisen, nach einem halben Jahr dürft ihr vielleicht zusammenziehen. Leo, du weißt genau, dass ich das jetzt nicht so meine. Aber ich meine, ihr hattet es von Anfang an nicht leicht und jetzt habt ihr wieder gestritten wegen diesem Flugzeug. Ja, aber wir haben es doch in den Griff gekriegt und das zeigt doch, wie gut wir uns verstehen. Ja, aber in Afrika, da seid ihr doch total aufeinander angewiesen. Na und? Wenn man liebt, dann geht man doch immer volles Risiko ein. Egal, ob in Afrika oder hier oder sonst wo. Was mit mir? Was mit uns? Ich meine, ich will nicht, dass du gehst. Doch, wirklich, schau mal, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jemanden, der Windeln einkauft, Fläschchen sauber macht. Tanja, ich verspreche dir, bevor ich hier weggehe, ja, da kaufe ich dir so ein Riesenpaket. Windeln und Fläschchen und Gläschen. Und Schokolade ist noch glücklich. Mhm. Schlaf lieber voll drüber. Menno. Mhm. Versprochen? Versprochen.
Kohlweiher, du. Freche Sprüche schnappt mir die Praxis weg. Also, am liebsten hätte ich ihm gleich noch eine betoniert. Alles futsch. Ja, alles futsch. Weißt du, was ich mich frage? Nein, noch nicht. Ob das nicht ein Fehler ist, wenn ich hier alles hinschmeiße und nach Afrika gehe? Eigentlich sollte ich doch hier bleiben und kämpfen. Dann kämpf, wenn du eine Chance siehst. Ja, sehe aber keine. Dann lass es. Verschwinden ist manchmal nicht das Schlechteste. Ich weiß aber nicht, ob ich Leonie das zumuten kann. Immerhin hat sie gerade eine Lebertransplantation hinter sich. Ja, aber sie hat doch ihren Leibarzt dabei. Aber wenn sie eine gute Klinik braucht in Uganda, das ist schon mal echt schwierig. Außerdem, die Frage ist doch, kommt sie überhaupt mit dem einfachen Leben dort zurecht? Sauberes Trinkwasser ist ja schon ein Luxus. Wer sagt denn Leonie dazu? Sie sagt natürlich, sie macht es mit links. Kennst du ja. Ich weiß aber gar nicht, ob ihr überhaupt klar ist, was da auf sie zukommt. Was würdest du an meiner Stelle machen? Das musst du selbst für dich entscheiden. Ah ja, super. Und das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Ich muss jetzt los. Bis später. Du kommst mir gerade recht. Onkel Läuse, ich muss schnell weiter. Ja, jetzt. Nicht so eilig. Wo ist mein Geld? Welches Geld? Ja, das, was du mir aus der Gemeindekasse rausgenommen hast. Ah, das kriegst du wieder, versprochen. Wann? Sobald ich hier genug verdient habe. Wann ist das? Keine Ahnung, in ein paar Monaten? So lang? Ja, Onkel Läuse, das Leben ist teuer. Ja, für mich auch. Also, wo ist mein Geld? Jetzt setz mir doch nicht gleich die Pistole auf die Brust. Ja, ich hab Mist gebaut, aber ich mach das auch wieder gut. Ja, Mist. Du hast kein Mist gebaut, du bist ein Dieb und ich muss dafür aufkommen. Kannst du ein bisschen leiser, bitte? Ich meine, die Leute schauen jetzt. Ja, mir wurscht, mir langt langsam mit deinen Ausreden Geld her oder ich weiß nicht. Ja, oder was? Oder ich schleif dich höchstpersönlich von Direktor Saalfeld und informiere, was du für eine Kanaille bist. Mach mal, ja. Irgendwelche Probleme mit unserem Pagen? Grüß Gott, Herr Direktor Saalfeld. Probleme? Nein, keine. Wirklich nicht? Nein, im Gegenteil, aber eine frohe Botschaft für Ihnen. Ah ja? Ja. Sie wollten noch einmal mit mir auf die Pirsch gehen, oder? Ja, schon. Ja, er ist wieder da. Wer? Der kapitale Bock, der Zwölfender, eine imposante Erscheinung. Sehr interessant. Am besten war es in der Dämmerung. Am Abend? In der Früh? Das ist nicht so meine Zeit. Okay, sowas dürfen Sie nicht entgehen lassen. Herr Pachmeier, mein Schlaf ist mir heilig. Aha, auch so heilig wie ein Kurzgeschäft? So, wie meinen Sie das? Wir sehen uns morgen auf der Pirsch. Habe die Ehre. Hallo. Stimmt was nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe sogar gute Nachrichten. Du hast im Lotto gewonnen? Na, so gute nun auch wieder nicht, aber fast. Werner hat mir angeboten, meine Anteile zu verwalten, solange wir weg sind. Und er will uns jeden Monat einen kleinen Teil nach Afrika überweisen. Was ist? Wir können das Geld doch gut gebrauchen. Schon. Was ist los? Naja, ganz schön clever von ihm. Mit deinen 5% hält er die Mehrheit im Fürstenhof und kann schalten und walten, wie er will. Na, das macht er doch sowieso. Und Roberts Anteile verwaltet er auch. Es ist gar nicht wegen Werner, oder? Da ist noch was anderes. Willst du nicht mehr von hier weg? Das Leben in Afrika ist kein Zuckerschlecken, Leonie. Bist du sicher, dass du das willst? Ja, ich freue mich auf Afrika.
Du etwa nicht? Solange ich mit dir zusammen bin, ist mir alles recht. Ja, dann sollten wir so langsam mal mit den Reisevorbereitungen anfangen. Mhm. Hast du diesem Kurweier schon gesagt, dass du die Praxis aufgibst? Ja, habe ich. Dieser Typ regt mich dermaßen auf. Also. Du hast dich aber nicht schon wieder mit ihm angelegt, oder? Nein, aber der hat eine Art, so von oben herab und wie der über dich spricht. Du bist ja immer noch eifersüchtig. Ach, Quatsch. Da hast du auch gar keinen Grund. Abendessen. Mein Lieber, seit wann servieren Sie das Essen? Ist jemand krank geworden, darum bin ich eingesprungen. Ach. Könnten Sie vielleicht ein bisschen... Ja, super. Leonie hängt nämlich ständig mit Gregor ab und da fällt mir zu Hause die Decke ehrlich gesagt auf den Kopf. Ach, mir geht's manchmal ähnlich, seitdem, warten Sie, seitdem Miriam weg ist. Ja, dann müssen Sie aber was dran ändern. Oder arbeiten Sie deswegen so lang? Ach, nicht nur. Jeden Fall brauche ich einen neuen Nachmieter, wenn Leonie auszieht. Können Sie mir das mal kurz? Ja, natürlich. Witzige Hände. Danke. Zieht sie zu Herrn Dr. Bergmeister? Nee, die wollen nach Uganda, wollen die auswandern. Wussten Sie das gar nicht? Nein, nach Uganda? Na, jeden, wie er meint. Auf jeden Fall ist mir das zu einsam ohne Mitbewohner und ich weiß überhaupt nicht, wen ich fragen soll. Ja, schalten Sie doch eine Anzeige. Weiß ich auch nicht, wer da kommt. Ja, stimmt. Also, Sie haben es ja gut. Ich danke Ihnen. Setzen Sie sich, machen Sie es gemütlich. Sie haben es eh gut, Sie müssen nur Ihren Freund fragen. Simon. Und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Ja, aber Sie lernen sich kennen, wenn Sie zusammen wohnen. Ich kenne mich aus, glauben Sie mir. Aber ich mische mich nicht mal ein. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Entschuldigen Sie, es ist ja nicht ganz so leicht, hier einen Kellner zu finden. Kann ich bei Ihnen was bestellen? Was kann ich Ihnen denn bringen? Ein alkoholfreies Bier, bitte. Was starren Sie mich so an? Weil ich jemanden ähnlich sehe? Nicht nur das. Also wegen meinem blauen Auge. Sie müssen Herrn Bergmeister ganz schön provoziert haben. Sie kennen ihn persönlich? Ja, wir sind befreundet. Oh. Lassen Sie mich raten. Sie sind sein Freund, also ab jetzt mein Feind. Fordern Sie mich zum Duell? Wenn ich mich schon mit jemandem duellieren muss, dann ganz bestimmt nicht mit Ihnen. Gibt es Ärger? Ja, kann man so sagen. Gegen eine Frau? Auf Single-Dasein. Zum Wohl. Wenn Sie sich wegen einer Frau duellieren wollen, dann muss das ganz schön ernst sein. Messerscharfer Verstand, hm? Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber es ist schon komisch. Was? Ich stehe hier mit einem Mann an der Bar, der genauso aussieht wie der, den meine Ex heiraten wollte. Die Geschichte kenne ich noch gar nicht. Erzählen Sie mal. Da. Die alte 500er, die hat schon scharf ausgeschaut. Ja, super. Wollen Sie etwa noch ausgehen? Ja, wussten Sie in der Gegend was los? Um die Zeit? Oh, wenn's Glück haben, kriegen Sie beim alten Wirt noch ein Bier. Ja, dafür brauche ich nicht extra rausgehen. Ja, haben Sie auch wieder recht. Dann sind Sie morgen zum Dienst wenigstens ausgeschlafen und fit. Und wenn Sie ein Bier möchten, dann holen Sie sich selber eins aus dem Kühlschrank. Und morgen dürfen Sie gerne ein neues kaufen. Apropos einkaufen. Ich bräuchte Geld. Am Monatsende kriegen Sie Ihren ersten Lohn? Ja, wenn ich meinen Job dann noch hab. Wieso? Mein Onkel will das Geld aus der Gemeindekasse zurück. Was ihr geklaut habt? Geborgt. Ich hatte fest vor, es zurückzugeben.
Sie hätten es gar nicht erst nehmen dürfen. Hab ich aber. Und jetzt droht mein Onkel, alles Herrn Saalfeld zu erzählen, wenn ich nicht zahle. Und da pumpen's uns an. Ja, es müsste doch auch in Ihrem Interesse sein. Warum? Ja, immerhin haben Sie sich dafür eingesetzt, dass ich den Job bekomme. Ja, und? Und das, obwohl Sie wussten, dass ich, wie Sie sagen, ein Dieb bin. Er hätte Sie also geheiratet, nur um Sie vor der Abschiebung zu bewahren? Ja. Krass. Aber alle Achtung! So langsam bedauere ich es wirklich, meinen Doppelgänger nie begegnet zu sein. Hätten Sie denn auch solche Heldentaten vollbracht? Ich glaube es nicht. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Ja, das ist sie. Vielleicht denken nicht nur Sie so. Sie meinen, Lars Hoffmann hatte sich in Samia verliebt? Gibt es andere Gründe? Immerhin hätte er viel für diese Frau riskiert. Daran sollten Sie ihm Beispiel nehmen. Selbst wenn sie zurückkommt, sie wird nicht hierbleiben. Woher wissen Sie das? Wenn man mit einer Frau zusammen ist, die einen anderen Mann liebt, dann gibt es selten ein Happy End. Und jetzt muss ich weiterarbeiten. Wenn Sie meinen? Was ist denn jetzt Ihr kapitaler Zwölfender? Ja, vielleicht kommt er auch nicht. Wir laufen jetzt von Hochsitz zu Hochsitz, aber außer ein paar Hasen nichts. Ja, ein bisschen Geduld müssen Sie schon haben, Herr Saalfeld. Nein, mir reicht's. Außerdem habe ich Hunger. Ich auch. Na bitte, dann lassen Sie uns in den Fürstenhof zurückgehen und anständig frühstücken. Nein, das machen wir nicht, das braucht Sie. Jetzt hocken Sie einer dahin, warten Sie, kriegen eine Decke, damit Sie einen keinen Blasenkatarr holen, Herr Saalfeld, bitteschön. So. Was soll das denn geben? Es wird eine zünftige Brotzeit. Ich sage aber, mit leerem Magen spricht sie nicht gut über Geschäfte. Jetzt geben Sie doch zu. Der Hirsch war nur ein Vorwand. Ja, warum nicht zwei Hirsche mit einer Klappe schlagen? Oh, 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 warte. Hoppla. Das ist der Lauf der Welt, sage ich einmal. So. Also, Herr Pachmeier, worum geht's? Jetzt mache ich erstmal ein Omelett mit Schwammerl und dann reden wir weiter. Nein, nein, nein. Ja? Ich mag keine Dosenpilze. Die kriegen Sie auch nicht von mir. Wo laufen Sie denn hin? In Wald ein paar Schwammerl suchen. Passen Sie auf, dass der Kocher nicht explodiert, Herr von Saalfeld. Einen Stollknüppel ein. Können Sie doch gebrauchen, oder? Eigentlich wollte ich Ihnen den schon neulich schenken, aber Ihr Freund hatte was dagegen. Und er hatte ziemlich schlagkräftige Argumente. Oh. Danke, aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Ich werde nicht mehr dazu kommen, die Maschine zu fliegen. Wieso? Gregor und ich, wir gehen weg nach Afrika. Ah. Dann gibt Ihr Freund nicht nur seine Praxis auf, sondern er bricht seine Zelte ganz ab. Ja, Ärzte wie er werden da unten dringend gebraucht. Ich finde auch eine Aufgabe. Mhm. Bewundernswert. Besonders wenn man bedenkt, was Sie da alles aufgeben. Also, Herr Pachmeier, ausgezeichnet, wirklich ganz ausgezeichnet. Könnte ich im Fürstenhof auch nicht besser bekommen. Ja, meinen Weidmannsdank. Woher kennen Sie sich denn so gut mit Pilzen aus? Ich bin da aufgewachsen. Das habe ich quasi in die Gene. Es muss sich aber doch um ein etwas dubioses Geschäft handeln, wenn Sie mich hier so fürstlich mit Pilzen bewirten. Dubios. Sag mal so, wir profitieren alle zwei. Das sind immer die besten Geschäfte. Das sag ich ja. Also, lassen die Katze doch mal aus dem Sack.
Also, einer kehrt doch da um beim Brandnerweg das Grundstück. Ja. Dann sie das verkaufen. Wozu? Ja, manchmal schieß. Herr Bachmeier, die kaufen doch nicht etwas nur, weil es schön ist. Also, was steckt dahinter? Sagen wir so, einen Hubschrauberlandeplatz anlegen lassen. Ja, das wäre auch für Sie eine Riesensache. Ah ja? Ja, die ganzen Gäste, die könnten alle quasi einfliegen. Und die Golfer auch, hm? Ja, freilich, und auch der Porzellanfabrikant aus München, der wo die Villa gekauft hat am See, der kann quasi auf die Schnelle so. Für all diese kleinen Landungen langen Sie eine kräftige Benutzergebühr und verdienen Sie eine goldene Nase. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Oh, Herr Bachmeier, für wie naiv halten Sie mich eigentlich? Um was soll es denn sonst gehen? Ja, um einen Fortschritt. Und was habe ich davon? Meine Gäste kommen hierher, um ihre Ruhe zu haben. Ruhe und nicht das Geknatter eines Hubschraubers. Na ja, so oft kommt der jetzt auch wieder nicht. Und wenn Sie mir noch 5 von diesen hervorragenden Omelets machen, mein Grundstück bekommen Sie nicht. Vorschuss? Nein, auf keinen Fall. Frau Marquardt, Sie strahlen ja mit diesen wunderschönen Blumen um die Wette und geben mir trotzdem eine Abfuhr? Lassen Sie Ihre Sprüche. Wie kann eine so schöne Frau nur so hartherzig sein? Und wenn Sie mich für einen Eisblock halten? Frohes Schaffen. Bitte. Ich bin noch nicht so lange hier und war davor arbeitslos. Und wenn Sie so weitermachen, sind Sie es bald wieder. Muss ich mir da etwa Sorgen machen? Wenn Sie weiterhin so unverschämte Forderungen stellen? Ich leiste ja auch viel. Immerhin habe ich dem Fürstenhof die Kosten für einen Computerexperten gespart, als ich neulich das Buchungsprogramm gerettet habe. Dass Sie sich für das Hotel engagieren, ist doch ganz selbstverständlich. Es handelt sich um 500 Euro. Das ist die Hälfte von meinem Gehalt. Ihres Bruttogehaltes. Und das habe ich mir in den letzten 2 Wochen locker verdient. Ende der Diskussion. Sie bekommen Ihr Gehalt am Monatsende. So wie alle anderen auch. So, und nun raus hier. Ich habe zu tun. Und da sagt man immer, Frauen hätten einen so verständnisvollen Führungsstil. Ich verstehe Sie ja. Sie sind ein junger, gut aussehender Kerl, arbeiten jetzt in der Welt der Schönen und der Reichen und wollen ein Stück ab vom Kuchen, hm? Mhm, genau. Einem Pagen wird aber nichts geschenkt. So, und jetzt raus hier, und zwar sofort. Ja, in Afrika mache ich dann erstmal meinen Pilotenschein und dann eröffne ich ein kleines Transportgeschäft. Sie wollen also Buspilotin werden, richtig? Was ist denn da dran so komisch? Doch nichts, gar nichts. Ich meine, selbst wenn Sie da unten den Pilotenschein machen, dann haben Sie noch lange keine Flugerfahrung. Ja, die sammle ich dann da. Ja, klar. Auf viel zu kurz geratenen Staupisten unter den schwierigsten Bedingungen. Finden Sie da unten erstmal eine Flugschule. Aber es ist ja Ihre Entscheidung. Ja, eben. Oh, Mist. Aber passen Sie nur auf, dass Sie nicht als unbezahlte Hilfskraft des Buschdoktors enden und Patienten trösten und Pillen zählen. Wäre das so schlimm? Sind Sie damit zufrieden? Bin ich. Die Blumen sind wunderschön. Womit habe ich die verdient? Dafür, dass du mir einen Teil von der Zeitung abgibst? Sport oder Politik? Gib mir mal bitte die Wohnungsanzeigen. Willst du umziehen? Oh, einfach mal schauen, was der Markt so hergibt. Und davon erzählst du mir so ganz nebenbei? Wieso denn? Was willst du denn wissen? Und warum willst du aus dem Personaltrakt raus?
Ach, na ja. Ein Zimmer, das wird mir auf die Dauer einfach zu klein. Und außerdem laufe ich da immer meinem Vater und Fiona über den Weg. Und das verdirbt dir die Laune. Du verstehst mich. Und wo möchtest du hin? Ins Dorf, wohin denn sonst? Findest du nicht, dass es praktischer wäre, hier, also im Fürstenhof zu bleiben? Warum denn? So weit ist es doch gar nicht ins Dorf. Und außerdem, so ein bisschen frische Luft nach der Arbeit tut mir bestimmt ganz gut. War's das? Mhm. Ben! Könnten Sie vielleicht ein bisschen aufpassen auf das Gepäck? Das Zeug geht doch kaputt. Ist mir doch egal. Wenn Sie so weitermachen, dann sind Sie Ihren Job bald wieder los. Bin ich doch sowieso, wenn mein Onkel mich beim Chef verpfeift. Ja, so schlimm wird schon nicht werden, oder? Sprüche. Nichts als Sprüche. Aber wenn man mal wirklich Hilfe braucht, Fehlanzeige. Ach ja? Finden Sie nicht, dass Sie jetzt vielleicht ein kleines bisschen übertreiben? Hm? Schauen Sie sich doch mal um. Lauter wohlhabende Leute und keiner hat 500 Euro übrig, um mir aus der Klemme zu helfen. Soll das vielleicht heißen, Sie haben die Gäste? Sie haben die Gäste angepumpt. Keine Angst. Wäre aber vielleicht eine Möglichkeit. Unterstehen Sie sich. Was soll ich denn machen? Sie haben mir nicht geholfen. Frau Marquardt gibt mir auch keinen Vorschuss. Und recht hat sie. Sie müssen einfach lernen, nur das Geld auszugeben, das Sie vorher verdient haben. Was wäre der Fürstenhof ohne seinen Chefportier mit den Grundsätzen aus der guten alten Zeit? Ja. In mancher Hinsicht sind Grundsätze gar nicht so schlecht. Ja, bloß leider sind sie oft sehr veraltet. Weil Leute wie Sie denken, ohne Grundsätze leben zu können. Aber das wird sich irgendwann rächen. So, denken Sie? Warum diskutieren wir zwei hier überhaupt? Was Herrn Sponheim betrifft, sind wir doch einmal ausnahmsweise einer Meinung, oder? Glauben Sie? Herr Sponheim, ich habe mir die Sache mit Ihrem Vorschuss noch mal durch den Kopf gehen lassen. Sie bekommen das Geld. Danke. Keine Ursache. Ja, manchmal braucht man eben Geld, bevor man es verdient hat. Hallo. Hallo. Hast du einen Moment? Ja, worum geht's? Ich war am Sonntag bei Frau Siedlinger. Sie hat sich den Nerv eingeklemmt und hat starke Schmerzen. Könntest du vielleicht so weit wie möglich sie dazwischen nehmen? In Ordnung. Danke. Du machst deinen Job mit sehr viel Kraft bis zum Schluss. Ach, ich kann meine Patienten ja nicht hängen lassen. Aber sobald der neue Kollege die Praxis übernimmt, sind Leonie und ich weg. Da habt ihr die Wohnung endlich für euch, Felix und du. Warum ziehst du nicht bei ihm ein? Das Junggesellendasein bekommt uns Männern auf die Dauer nicht so gut. Ja. Was ist los? Felix war gestern auch schon so komisch. Ist hier irgendwas? Wir haben uns getrennt. Oh. Das tut mir leid. Du, das mit Frau Siedlinger, das kriegen wir schon hin. Mach dir keine Sorgen. Hast du dich von ihm getrennt? Bitte, Gregor, wenn ich mir das hier noch anschauen soll, dann... Es ist wegen mir, stimmt's. Mein nächster Patient kommt gleich. Morgen, Herr Direktor. Morgen, Alfons. Na, wie war's mit dem Hirsch auf der Pirsch? Nix mit Hirsch. Nur ein paar Hasen. Der Hirsch war ein Vorwand. Vorwand? Der Pachmeier will einen Hubschrauberlandeplatz bauen. Deshalb hat er mich in den Wald gelockt. Ja, was haben Sie damit zu tun? Er will ein Grundstück von mir kaufen, das oben am Brandner liegt. So nah am Fürstenhof? Das könnte aber ganz schön laut werden, oder? Ja, deswegen werde ich auch den Teufel tun und ihm das Grundstück verkaufen. Sehr gut, Herr Direktor. Aber es tut mir jetzt leid, dass der Morgen so gar kein Erfolg war. Nein, Alfons, das kann man so nicht sagen. Ich habe ein hervorragendes Pilzomelett bekommen. Beim Pachmeier? Nein, im Wald. Der Bürgermeister hat persönlich die Pilze gesammelt. Was haben Sie gegessen? Warum denn nicht?
Also so frisch bekomme ich die Pilze nicht alle Tage. Ja schon, aber bei diesen Pilzen hier, also das ist gar nicht so einfach, zwischen den giftigen und den genießbaren zu unterscheiden. Ja, der Pachmeier kennt sich aus. Wenn Sie das sagen, also ich habe noch nie was gehört, dass der beim Schwammerl suchen gewesen wäre. Ach so, die waren lecker. Was mir auf den Magen geschlagen hat, das war Pachmeiers freche Anfrage. Pass mal auf, meine Tochter, das mit Venedig, das... Wir können, oder, also ihr könnt die Tickets sicher auch umbuchen, wenn ihr woanders hin wollt. Entschuldige, ich muss zurück. Ja, aber warte mal, ich meine... Felix? Felix, kommst du mal bitte? Ja. Was ist denn los? Habt ihr euch gestritten, Samia und du? Ich meine, weißt du, Lehrer und ich, wir müssen nicht nach Venedig fliegen. Nein, 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 wir hatten keinen Streit. Samia hat sich von mir getrennt. Samia hat was? Sich von mir getrennt. Sie liebt Gregor, nicht mich. Oh mein Gott, Das tut mir wahnsinnig leid. Kann ich was für dich tun? Ist erst Miriam, jetzt Samia. Irgendwas mache ich falsch. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Aber glaub mir, beim nächsten Mal wird alles besser. Es gibt kein nächstes Mal, basta. Kommt das Büro für 2 Stunden ohne mich aus? Na klar. Viel Spaß beim Ausritt. Danke. Ach, Leni, was machen denn deine Afrika-Vorbereitungen? Ach, die... Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt so weit kommt. Hast du dich mit Dr. Bergmeister gestritten? Nein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er doch nicht mehr so richtig auswandern will. So? Auf einmal? Hat er das gesagt? Nicht so direkt. Und du, wie stehst du dazu? Vielleicht kommen wir da unten nicht zurecht und vielleicht ist es wirklich falsch. Wenn man Menschen helfen kann, die einen brauchen, dann tut man immer das Richtige. Ja, Gregor wird auf jeden Fall gebraucht, aber ich... Ach, Leonie, du findest dort unten auch schon eine Aufgabe. Meinen Traum vom Fliegen kann ich erstmal vergessen. Es gibt kaum Flugschulen dort und selbst wenn, unter den Bedingungen ist es wirklich schwierig, Erfahrungen zu sammeln. So schwierig wird das schon nicht. Außerdem, Gregor und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Was, wenn wir plötzlich feststellen, dass wir doch nicht zusammenpassen? Ach, solche Zweifel sind doch völlig normal, wenn man am Anfang einer Beziehung steht und sich auf so ein Abenteuer einlassen will. Du denkst auch, es ist ein Abenteuer? Ja, es ist ein Abenteuer, ein herrliches, großes. Afrika ist wild und schön und genau das Richtige für ein Paar wie euch. Meinst du? Also, wenn man in einer Situation wie jetzt nichts wagt, wann dann? Leonie, ich habe noch nie ein Paar gesehen, das so gut zusammenpasst wie ihr. Also, es wird euch leid tun, wenn ihr diese Chance nicht nutzt. Aber was ist, wenn Gregor nicht will? Dann musst du ihm gut zureden. Glaub mir, er wird es dir danken. Was machst du denn hier? Samia hat sich von Felix getrennt, weil sie diesen Bergmeister liebt. Also doch. Was soll das heißen, also doch? Samia hat schon länger gezweifelt, ob sie ihn wirklich liebt. Und du hast nicht mit ihr geredet? Ich habe versucht, ihr diese Zweifel zu nehmen und ihr zu sagen, dass diese Liebe zu Felix auch wachsen kann, aber... Das hat offensichtlich nichts genützt. Das heißt also, du hast es gewusst? Ja.
Und du hast mir nichts gesagt? Das verstehe ich natürlich, dass bei dem schönen Wetter zu Fuß gehen wollen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, Herr Dr. Kabal. Okay. Schopitzer, bei der Arbeit, oder? Grüß Sie Gott, Herr Bürgermeister. Ist, gut. Ist der Chef im Büro, oder? Um was geht's denn hier? Wenn früher was mit einem gesprochen ist, wollte ich noch mal, Sie's überlegen. Ja, das, glaube ich, können Sie vergessen. Auch wenn Ihr Rührei mit Schwammerl hervorragend war, aber das mit dem Landeplatz, das, glaube ich, wird nichts. Das wissen Sie auch schon. Natürlich. Sagen Sie mal, Herr Pachmeier, seit wann verstehen Sie eigentlich was von Schwammerl? So ein bisschen. Ich bin ein Landkind, ich bin da aufgewachsen, bin Native. Aha. Und Sie sind ganz sicher, dass da keine Giftigen dabei waren? Ja, schauen Sie mal, freilich. Da schaue ich selber. Ich hab noch ein paar, die ist ja noch. Naja, wahrscheinlich brauchen wir keine Gedanken machen, weil Sie sind ja auch putzmunter und Sie haben ja das Gleiche gegessen wie der Herr Direktor. Ja, schön was. Aber er frisst alles ab und mich lässt da abblitzen. Ja, der Herr Direktor weiß schon, was er tut. Herr Pachmeier. Willst du nicht doch endlich mit mir darüber reden? Worüber? Naja, dass du dir nicht mehr so sicher bist wegen Afrika. Merkt man mir das an? Zweifel sind ganz normal. Und völlig okay. Aber ich denke, wir würden es irgendwann bereuen, wenn wir nicht gehen. Klar wird ein Anfang in Afrika schwer. Wir schaffen das. Du klingst ein bisschen, als müsstest du mir was verkaufen. Nein, ich freue mich auf Afrika. Ich auch. Das wird ein richtiges Abenteuer. Entschuldigung, hat einer von euch den Herrn Direktor gesehen? Er wollte ausreiten, warum? Mir ist ja klar, was saublich ist, ein kleines Missgeschick. Ein kleines Missgeschick? Sie sind schuld dran, dass der Herr Saalfeld jede Menge Pantherpilze gegessen hat. Ja und? Pantherpilze? Die sind hochgiftig. Sie sind ja noch da! Ja, in unserem Haus, ja? Felix ist ein erwachsener Mann, ich auch, das ist unser Leben. Felix interessiert dich doch gar nicht, du denkst doch nur an dich! Johann, jetzt reicht's. So, jetzt reicht's, mir reicht's auch, es war schon lang. Sie haben mit Absicht das heutige Dinner sabotiert. Ja, wenn Sie nicht wollen, dann zum Wohl. Und kurz danach, am 2. März, wurde er ermordet. Am 2. März. Ja, wieso schockiert Sie das so? Hilfe!